Und damit, meine lieben Damen, Herren, Verwandte, Unverwandte, Kinder, Nichtkinder und Tote, keine Ahnung. Herzlich willkommen zurück zu Don't Starve Range of Giants. Ihr hört schon im Hintergrund wütend den MC Dragone klappern, der ist nämlich mit dabei diese Runde. Hallöchen, lieber MC. Immer noch todkrank und mit einer eitrigen Angina, leider für ihn. Tut mir leid für dich, lieber Freund des, keine Ahnung, von was bist du denn Freund? Vom Flame. Ja. Ja, wir sind nicht ohne Grund im Startscreen. Es hat einen besonderen Grund. Wenn ich weiter so verwirrend rede, dann versteht mich kein Schwein. Ja, wir sind ja letzte Folge bis Tag 42 gekommen. Ich habe echt Schiss, gerade den neuen Tag zu starten. Ich hoffe, wir verkacken es nicht. Das ist eigentlich alles, was ich sagen möchte. Ich hoffe, wir verkacken es jetzt nicht. Wir sind ja gestorben. Wir müssen uns zu unserem Stuff zurück und... boah. Mal schauen, wie es aussieht. Noch ist alles schwarz. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht. Okay, Tag 42. Wir gucken erstmal auf die Map. Wo sind wir? Wir sind da. Wo sind wir gestorben, ist die gute Frage jetzt. Wo sind wir gestorben? Ich sehe es nicht. Nenü, wo sind wir denn gestorben? Hat man das auf dem Map nicht irgendwo angezeigt bekommen, wo man stirbt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es ist natürlich sehr uncool, wenn das nicht so wäre. Wo bin ich denn gestorben? Da nicht. Ich glaube ja, es war irgendwo um Morast, aber ich sehe hier trotzdem nichts. Jetzt so geht es ja nicht. Da muss ich mal ganz kurz hier in der Aufnahme, bin ich jetzt mal so dreist, und gucke mal hier im Let's Play nach. Da haben wir es. Moment, das ist ein bisschen laut für euch, tut mir leid. Das sollte so nicht sein. Okay, wo sind wir da gestorben? Alles klar. Das war bei den Bison. LOL. Also muss das ungefähr... Ach, da ist es doch. Das. Ach, okay, das ist der Rucksack. Ja, dann werden wir uns einfach mal auf den Weg machen jetzt. Und hoffen, dass ich ein paar Blumen finde. Sonst, sehe ich schlecht für die nächste Nacht, weil wenn wir keine Blumen finden sollten jetzt, wären wir, glaube ich, ein bisschen bekloppt im Kopf. Ist jetzt nicht so mein Wunschziel. Also zumindest nicht im Spiel. Dass ich so nicht ganz dicht bin, ist ja, glaube ich, eben bekannt. So, wir springen mal durchs Jumploch und gucken mal, wo wir rauskommen. Durchs Jumploch, durchs Wurmloch. Nebenbei noch einen Kaffee. Das hat die Sache jetzt nicht unbedingt besser gemacht. Problem ist, wir haben in der Gegend so, glaube ich, jede Blume mittlerweile schon mitgenommen. Das heißt, es wird schwer mit Blumen finden für irgendetwas. Oh, da ist eine Rabenfeder, nehme ich mal mit. Was natürlich ein Vorteil ist, dass wir jetzt eine Geisterseele haben von uns selber. Wenn wir noch eine Geisterseele bekommen sollten, dann können wir... Oh, 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 okay, da ist ein Kürbis gewachsen, den nehme ich gleich mal mit. Dann machen wir ganz kurz ein Feuer. Wir haben ja noch Zeit, der Tag ist noch jung. Da ist ein Crow gewachsen, nehmen wir auch mit. Diese Karma.
Da krieg ich Krebs, Junge. Krieg ich dazu noch Krebs, ey. Ich krieg's nicht weich. Ist so schlecht, Alter. Wie hat dies mit dem Gold geschafft? So, jetzt essen wir erstmal ein bisschen was. Meine Fresse. Dann sind wir zumindest lebenstechnisch wieder hoch. Der MC Dragon, der flucht da noch ein bisschen. Oh mein Gott! Oh, jetzt hätte mich das Vieh beinahe erwischt, ey. Das war knapp. Ich frage mich halt, wie schlecht man Leben zeigen kann und einfach nichts hinkommen kann. Es geht echt. Es ist ein Spiel. Ich glaube nicht, dass das Spiel mit Leben irgendwas zu tun hat. Doch. Mich hier nix. Mit deinem Leben mittlerweile vielleicht. Mich hier nix. Manche Menschen spielen auch in Gold nur zum Spaß. Ja. Man sieht's. So. Da hat man schon. Da hat man gerade eben schon ein Monster gesehen. Es wird auf jeden Fall. Okay, wir sind auf dem Weg zu unserer Basis. Wird auf jeden Fall kritisch. Ich hoffe ja, dass die Blumen nachwachsen. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Blumen nachwachsen. Und ich frage mich, warum hier so viele Federn und so viel verrottetes Fleisch rumliegt. Ist es nach dem Winter jetzt irgendwie passiert, dass so viel Zeug gestorben ist, oder? Warum ist das so? Den Ring des... der Bösigkeit hebe ich jetzt bestimmt nicht auf. Ring der Bösigkeit. Ja, doch. Man merkt, Schule ist schon eine Weile her bei mir. Hier haben wir noch einen Hundezahn, den nehmen wir auch mal mit. Ja, weißt du, was ich das brauche? Dann picken wir noch viermal Root auf. Ach, wenn ich Root aufpicke, dann geht auch meine... Aha. Ja gut. Ich glaube, die Blumen wachsen nach, weil normalerweise durften nicht mehr so viele Blumen hier so stehen. Finde ich aber als äußerst... Was? Da wird gerade ein Schwein attackiert. Ich meine, jetzt nicht den MC Drakey. Frank, kennst du das, wenn du einfach mal übelste Lecks hast, obwohl du guten Ping hast? Was ist das? Ja, das ist dann, das liegt dann am Server. An welchem Server? An dem LOL-Server oder was? Ja, klar. Warum soll das an deinem liegen? Alter, ich krieg's kotzen, ey. Wir sind übrigens auf der falschen Seite, meine lieben Freunde. Zwei Games. Ist das eine? Das ist eine Matrake! Komm her! Ach, verfolgt die mich? Ja, komm mal mit, meine Liebe. Komm mal mit. Wir müssen mich ganz schnell zu meinem Feuer. Oh oh. Die Augen vermehren sich hier. Alter, das Vieh ist voll in der Brutzeit, ey. What the fuck? Da müssen wir uns auf jeden Fall drum kümmern um die Augen. Ich weiß nicht, was da passiert. Ja, ja, komm mit. Komm mit, wir müssen ganz schnell zu meinem Feuer und dann... Nein! 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 Nicht euer Ernst! Ich hab so ein Augenvieh bei mir im Lager, ich glaub's ja nicht. Alter, dieser Lee Sin, dieser Master Yi, als der carried mal wieder hier übel. Krass. Das war jetzt so gut. Ich hoffe, wir überleben das. You are dead. You survive 31 days. Was war das denn? Ich hab so eine Augenpflanze im Lager gehabt. Wie assi war das denn jetzt bitte? Ja, meine Freunde. Damit ist dann diese Runde auch vorbei. Wir haben es wieder verkackt. Warum nicht? Warum auch nicht? Gut. Warum habe ich dann letzte Folge... Ich habe jetzt echt gerade so eine Augenpflanze im Camp gehabt, ey. Oh, nee. Ja. Habe ich jetzt eigentlich noch einen neuen Charakter freigeschalten? Nee, ich habe alle, glaube ich, gell?
Ne, hab ich nicht. Ich habe keinen neuen Charakter freigeschalten, okay. Obwohl ich Level 41 gekommen bin. Interessant. Na gut. Winter Schwarz, Summer Long, Non, Long Day, Long Dusk, Long Night, No Day, No Dusk, No Night, Only Day, Only Dusk, Only Night. Okay. Dann nehmen wir mal Default, Autumn for Spring. Autumn. Wir starten immer im Frühling natürlich. Yes, Default. More. Less. Default. Was ist das denn? Es gibt auch Brände. Oder was? Land Loop. World Size machen wir mal. Hatsch. Land Branch. Most Land. Land Loop. Always. Was haben wir hier noch? Default, More, Lots. Default, More, Default. Ich will auf jeden Fall mehr Blumen haben. Auf jeden Fall mehr Blumen. Von dem Rest habe ich jetzt eigentlich kein Problem damit, dass es irgendwie weniger oder mehr ist. Vielleicht... Weiß nicht. Default, 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 Default. Default. Was haben wir noch so? Default. Picks, Bisons. More Bisons auf jeden Fall. Sind das diese scheiß Schattenhunde? Come on! Dann machen wir jetzt auf Less bei den Schattenhunden. Ich hasse diese Schattenhunde. Ohne Mist, ich hasse sie einfach nur. What? Was ist das denn? Außerirdische? Okay. Ah ne, die hier sind das. Aber die, keine Ahnung, das sieht auch nicht besonders cool aus. Deswegen mach ich die auch mal weg. Default, Default, Default. Die da machen wir weniger. Ohne Mist, die sind richtig scheiße. Alter, was es alles für Viecher gibt, Wir machen hier mal mehr, dann überlebt man ein bisschen länger. Und starten jetzt einfach mal ein neues Spiel. Denkst du dir, hey, du unterbrichst die Aufnahme hier, damit du jetzt nicht abkackst irgendwie? Startest die Aufnahme, denkst du, du schaffst es und stirbst innerhalb von 5 Minuten. Super. Echt jetzt? Ja, ich bin gestorben, 5 Minuten. Es gibt so Pflanzen, die spawnen Augen, die beißen können um sich herum. Und so eine hat sich genau in meiner Base eingenistet und da kam ich nicht mal an mein Feuer ran und es wurde gerade Nacht. Und ich habe versucht, irgendwie so mein Feuer durchzurennen, es hat aber nicht funktioniert. So, wir sammeln erstmal hier 11 Blumen. Man weiß es ja, man möchte es ja, wir wissen es ja. Denn wir brauchen auf jeden Fall... Was brennt denn hier? Hier brennt irgendwas. Hier brennt doch irgendwas. Oh, eine Evil Flower, gleich am Anfang. Wir sind im Frühling gestartet, das heißt, wir haben den Sommer und den Herbst noch vor uns. Der Pilz schläft noch, deswegen können wir ihn nicht mitnehmen. Ich habe keine Truhe. Oh, da haben wir gleich ein Höllenportal gefunden. Warum auch nicht? Und dann holen wir uns mal ganz kurz ein bisschen davon. Was ist das denn? Da ist dieses Vieh. Ex in einem Killer Beehive.
Wow! Das ist ein Killer-Bienenstock. Na super. Na große Klasse. Hallo, verpisst euch. Wie lange verfolgen die einen? Das ist gar kein Monster, das ist ein Killer-Bienenstock. Okay, hier haben wir einen Bison. Also ein Bison ist ja ganz cool. Alter, viele von diesen Killer-Bienenstöcken gibt's denn da? Das sind ja hunderte, tausende, Millionen. Trilli fast Milliarden sind das ja. Oh mein Gott. Das ist Avesum. Aber wir suchen natürlich eine Büffelherde, die ein bisschen größer als 1 ist. Ich weiß, es ist unverständlich, aber es ist wirklich so. Ich bräuchte ein bisschen mehr als ein Bison, um Kacke zu produzieren. Wir sind ja unsere kleinen Scheiße-Sammler. Wir wollen ja wieder Kacke sammeln gehen und uns daran erfreuen. So ist er halt, unser kleiner Wilson. Freund von allem, was scheiße ist. Na, ey, was brauche ich noch? Oh, it will be getting dark soon. Das ist natürlich nicht so gut. Achso, die Tage sind ewig lang. Na dann. Machen wir das mal eine Pickaxe. So. Und dann meinen wir hier mal ganz kurz ein bisschen ab. Finde ich ja geil, dass wir gleich so ein Minenfeld finden. Dann können wir das, müssen wir das später nicht machen. Dann lasse ich mich hier erstmal nieder auf dem Minenfeld und dann können wir dann später, wenn wir hier das Minenfeld abgeerntet haben. Können wir dann weiterziehen. Ich muss auch sagen, seitdem ich Don't Starve spiele, bin ich in Minecraft mega vorsichtig geworden, was die Nächte angeht. Da habe ich richtig Schiss gehabt. Obwohl ich das mittlerweile auch geklärt hat, da ich ja einen Mod installiert habe, der aus Versehen alle Monster vernichtet hat. Da muss ich mal gucken, was ich da mal mache. Egal, wir sind jetzt gerade bei Don't Starve, das heißt, wir labern über Don't Starve. So. Und meine Priority in Don't Starve ist nicht sterben. Klingt komisch, ist aber so. Gelingt mir nicht wirklich, ist aber so. Hier ist schon wieder so eine Scheißspinne. So, wir rüsten dann mal die Axt aus und fangen mal an, Bäume zu fällen. Übrigens habe ich einige Tipps bekommen. Der erste Tipp ist, wenn man so, wollte ich nur mal sagen. Wenn man den Schweinen Nahrung gibt, das haben wir ja selbst schon rausgefunden, dann produzieren die Kacke. Wir wünschen eine frohe das war was anderes. Und dann gibt's noch was anderes, und zwar, wenn ich Bäume fälle, habt ihr ja manchmal mitbekommen, dass dann diese Baummonster kamen und mich attackiert haben und ich nicht wusste, wie man das die beruhigt. Es gibt einen ganz einfachen Weg, wie man die beruhigt, und zwar, wenn man einfach wieder Bäume pflanzt. Die sind nicht böse an sich, das sind einfach nur Baumwächter, die sorgen dafür, dass die... Das ist sozusagen Greenpeace in Don't Starve, und die wollen einfach, dass du wieder Bäume pflanzt. Und ja, das weiß ich natürlich jetzt so. Und dann werden wir uns das nächste Mal drum kümmern, dass wir das noch machen. Wenn so ein Monster kommt, einfach wieder Bäume pflanzen. Er sagte sozusagen, du bist ein Arschloch, du hast dir zu viel weggenommen, bitte mach das nicht mehr. Kann man ja verstehen. Wäre ich auch angepisst, wenn da jemand in meinen Wald kommen würde und einfach meine ganzen Bäume wegpflanzen würde. Wäre ich auch angepisst. Ist einfach so. So, ich sammle zwischendurch bei den Bisern hier schon mal die Kacke auf. Die kann man dann später gut verwenden. Und dann mache ich mal die Spinne schon mal tot. Boah, Alter, wie viele Spinnen kommen da? Bison, würdest du mal ganz kurz... Wie viel sind das? Das sind ja mindestens 20 Stück. Wieso würdest du mal? Es wird dunkel. Und wir können kein Feuer machen.
Wieso können wir kein Feuer machen? Wir haben Holz. Ja. Ja. Das war der beste Start in ein Spiel, den ich je hatte. Also wirklich. Gut. Dann halt nochmal. So. Ich sollte mir beim nächsten Mal vielleicht überlegen, was ich abpflanze, damit ich mir wirklich ein Feuer machen kann und auch länger im Grasland bleiben. So, ja, PayPal. Ich bin der Typ, der dir am Anfang verklickert, dass du eh sterben wirst, aber du kannst es ja trotzdem versuchen, hier ein wenig Stand zu halten, mein Freund. Und die Bison sind anscheinend so häufig anzutreffen, dass sie sogar im Grasland vorkommen. Das ist natürlich ziemlich genial. Das heißt, wir könnten theoretisch direkt in die Grassland hier anfangen, unsere Bude zu bauen. Da kommt natürlich drauf an, wie stark die Bisons vertreten sind. Da würde ich direkt einfach hier bauen, wenn ich wüsste, dass da ein bisschen mehr von den Leuten sind. Das wäre großartig. Dann gucken wir mal hier. Ist hier vielleicht gerade so eine Bisonherde? Das wäre ja phänomenal. Hier ist ein Bison. Ein schmuckliges kleines Bison. That will be bring us the proof. Ich werde jetzt immer in so einem bayerisch-englisch-chinesischen Dialekt reden. Das macht besonders viel Spaß. Ich habe schon mal gehört, dass Leute, die amerikanisch versucht haben nachzusprechen, erhängt wurden. Von Leuten, die gleichzeitig mit dem TS waren. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube schon. Wollen wir mal ausprobieren? Nein, leider nein. Das war ich übrigens gar überhaupt kein Amerikanisch, das war einfach nur irgendwas, was ich gerade mir aus. Ach, das hat einen amerikanischen Akzent. Dann war das ungewollt. Genau wie ich. Das war jetzt böse. Nein, ich bin immer so böse zu dir. Du hast es nicht verdient, meinst du, oder was? Tja. Oh, da ist einer gestorben. Da ist einer gestorben. Und er hat Holz fallen lassen. Danke dir. Jetzt wieder zu. Oh, da ist einer gestorben. Geil. Wirst du Holz fallen lassen? Vor allen Dingen, ich finde den Satz von dem, ich finde den Satz von dem so geil. Better him than me. Das musst du mit so einer Mario-Stimme aussprechen. Better him than me. Das hat was stimmt. Ich finde die Musik vor allem ganz geil. Wow. Können wir denn eine... Nein, können wir nicht. Warum nicht? Weil wir unfähig sind. Gut, dass das geklärt wurde. Gleich wieder da. Ja, mach das. So, diesmal sammeln wir mal hier ordentlich ein. Mir das nicht so... Lalala, an wie gerade eben. It's getting dark, it will be dark soon und bla. It's getting dark? It's getting late. Ich bin manchmal auch so ein kleiner... Weiß nicht. In der Nähe von Bienen möchte ich ungern hausieren. Zumindest nicht im Moment. Ich werde mir ganz kurz hier ein wenig kredenzen. Aber ich werde nicht zu lange hier bleiben. Ich überlege gerade, wo ich mich eventuell niederlassen könnte. So eine Stelle hier wäre schon geil. Mal so eine grüne Wiese oder so, das ist ziemlich geil für die Bisons. So ist das, ich mache das jetzt auch hier. Ist hier eventuell... Ich suche eine Stelle, wo ich noch von zwei Seiten attackiert werden kann. Das macht sich immer ganz gut. Aber ist hier nicht wirklich gegeben. Ich lasse mich jetzt einfach hier runter, nieder. So, dafür brauchen wir ein Light, haben wir schon mal da. Wir bräuchten jetzt Steine. Das ist natürlich erstmal die Priorität hier.
Dann müssten wir mal gucken, ob wir irgendwo in der Nähe was finden. So. Auch hier haben wir wieder einen Bison. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Das sind zwar die Steine, die ich suche, aber die nehme ich trotzdem mal mit. Oh, da haben wir noch einen Stein. Oh, achso, ich habe es gar nicht gebaut. Moment. So. So, Stein, Stein, Stein. 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 Höre. Krasson. Krasson. Ich habe mich nochmal hier niederlassen kurz. Nur fürs Erste. Mit mehr Bison spielen ist auf jeden Fall schon mal sehr vorteilhaft. Das ergibt eigentlich wirklich einen Vorteil. Es bringt einfach nur mehr Puff und finde ich ganz okay. Ja, also die dämlichen Blitze, die müssen nicht sein. So, jetzt baue ich mir hier mal ein Lagerfeuer. Jetzt wird es auch gleich Nacht werden. Und dann verbringen wir jetzt die erste Nacht bei Don't Starve. Und ja, mal schauen, ob wir jetzt, Tag ist jetzt zu knacken, Tag 41, vorher war es 25, wir nähern uns also ganz schön gut. Oder schnell, je nachdem, wie man das jetzt möchte. Und als Nächstes müssen wir auf jeden Fall eine Science-Maschine finden. Ich hack jetzt nochmal kurz den Baum ab hier. Ist jetzt nichts Besonderes, aber was anderes kann ich halt eh nicht machen. Ich könnte das mal so weit aufpimpen hier. Dass ich hier runter an den Baum kann. So. Na gut. Dann brate ich mich. Stimmt, ich muss mir erstmal das ganze Zeug kochen. Hält sich länger. So. Und ist nahrhafter. So, dann bauen wir uns erstmal eine Blumengirlande für den Kopf, da werden wir nicht so schnell verrückt. Dann bauen wir uns eine Crash Suit, um ein bisschen mehr Schaden wegzustecken. Und dann können wir uns schon gar nicht mehr bauen. Und jetzt warten wir einfach nur noch, dass der Tag anfängt. Wir haben jetzt erstmal eine Menge zu essen dabei. Ich tue mal das Essen jetzt hier rüber. Die Werkzeuge lege ich hier hin und den ganzen Spaß kommt in die Mitte. Spaß kommt in die Mitte! Was? So. Ich finde die Mucke ziemlich geil, die momentan läuft. Das war die Holzfäller. Das war die Holzfäller-Musik, die wir damals hatten. Ich weiß gar nicht, habe ich den Holzfäller gezeigt im Let's Play? Ich glaube, habe ich auch nicht gezeigt im Let's Play. Das Wasser, der Wasserstand unseres Inventars fällt langsam zu, das ist nicht so gut. Ich fäll jetzt erstmal hier die großen vier Bäume. Ich glaube, dass hier währenddessen kein Baumwiese auftaucht. Ich weiß nicht, ab welchem Punkt so ein Baumwiese auftaucht. Ah, ich habe keine Axt mehr, okay. Winterwald, Alter. Ich assi. Kommt Olen und labert irgendwas vor sich hin. So ist er. Da MC Dragone. Was ist los? Hast du Stress oder was? Komm her. Bärenkatz 5. Was? Bärenkatze?
Das war sein Spitzname auch im Zelt bei uns. Bärentatzer. Entschuldigt, was ich meine. Ach ja. Lalalala. Wir haben auf jeden Fall Hunger. Warum habe ich doch immer so viel Hunger? Ich habe gerade so viel. Essen. Gefühl gar nicht. Oh, was ist denn das? Ein Schlafpfeil haben wir gefunden. Ja, holla die Waldfee. Keine Ahnung, warum holla die Waldfee, aber ist ja geil. Ein Schlafpfeil. Das heißt, wir können was einschläfern. Eventuell ein Bison. Oder sowas ähnliches. Weiß ich, was man einschläfern kann alles. Man sollte vorher nicht mich einschläfern, damit ich nicht mal solche Let's Plays hier veröffentliche. So, da war wieder ein Bison, aber leider können wir momentan... Oh, H2O. Ja, ist nicht gut. Es sollte langsam aufhören zu regnen, sonst ist unser Inventar gleich voll. Mit Wasser. Can't carry any more stuff. Ja, das kennt der MC Dragon auch gut mit dem Can't carry. Sagte der in Bronze 4 versteckt. Nö, ich steck ja nicht in Bronze 4. Ich bin ja erst in Bronze 4 wieder gekommen. Ich war ja jetzt eine Weile in Bronze 2. Bin dann aufgestiegen in Bronze 1. Einmal ganz kurz und jetzt bin ich in Bronze 4 und warte auf das Sessionende. Und freue mich, dass ich so viel Zeit damit verbracht habe in meinem Leben, die mir nichts gebracht hat. Hast nicht effektiv genutzt. Ja, stimmt. Hätte ich lieber gelernt, ey. Gelernt. Was tut denn für Bauer? So. Wir nehmen hier mit den ganzen Spaß und nehmen wir auch noch das damit. Und finden wir noch das da. Es wird übrigens wieder Nacht. Die Frühlingsnächte sind immer sehr lang. Deswegen verlieren wir schnell unseren Verstand bei Frühling. Na gut, bei Winter natürlich noch schneller, aber im Frühling verliert man schnell seinen Verstand. Man merkt, man weiß es ja aus der Realität. Wenn Frühling ist und alles grünt und blüht, dann verliert man schon mal den Verstand. Da ist wieder einer gestorben. What? Also, das ist ja von vorhin. Ah, es hat aufgehört mit Regnen. Das ist sehr schön. Das heißt, unser Inventar ist nicht nass geworden. Hier ist ein Wurmloch. Da ist ein Maulwurf. Da ist ein Bison, man kennt es ja, man liebt es ja. Wir sammeln die Bison-Kacke wieder auf. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass man in diesem Spiel Kacke aufsammeln muss, um zu überleben. Aber na gut. Echt das? Ja klar, die Bison-Kacke ist der Dünger für all deine Pflanzen. Oder du hebst verrottetes Fleisch auf, das geht auch. Kommt aber aufs selbe hinaus. Ob du ein verrottetes Fleisch oder Bison-Kacke anfasst. Ich sehe da keinen Unterschied. So, wir haben einen Totenschrein gefunden. Oh mein Gott, ist das geil. Gleich am Anfang. Also wir haben ja die Vorkommensrate von den Totenschreinen ein bisschen erhöht. Alter. Tut mir leid, liebes Bison, ich wollte dich nicht attackieren. Ich fühle mich so mächtig, Junge. Du hast die Dusche wieder genommen. Ich habe Essen zu mir genommen. Ich habe gerade gesehen, wie ein Bison gekackt hat. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie ein Bison kacken sehen. Das war gerade voll lustig, ist einfach hinten rausgefallen. Alter, wie viele... What the... Alter, das sind mindestens 20 Bisons. Hier bleibe ich, ganz eindeutig, hier bleibe ich. Alter, wir werden so viel Kacke aufsammeln können hier. Es klingt komisch, ist aber so. Ich höre auch nur Kacke von dir, ey. Ist das Hauptprinzip in diesem Spiel, Kacke. Echt? Ja klar, du brauchst übelst viel von dem Scheiß. Nice. Das kannst du ins Feuer werfen, dann bleibt dein Feuer schön warm. Das kannst du zum Düngen benutzen. Du kannst auch reinlegen. Also reinlegen, das kannst du im Spiel nicht, aber es wäre cool, wenn du das könntest. In Kacke reinlegen. Alter, wie viele Bisons sind da? Kann ich mir die Stelle markieren? Geht das irgendwie, dass man sich Stellen markieren kann? Geht nicht, ist aber auch nicht schlimm. Also so eine Kacke-Stelle finde ich auf jeden Fall wieder. Ah, so eine Scheißstelle hier. Finde ich auf jeden Fall wieder. Das Weltenklo nennt man es auch. Hier sind ja nochmal so viele. Was geht denn hier ab? Ich habe die Priorität der Bisons nur ein Stück hochgesetzt und hier sind mindestens 5-mal so viele wie vorher. Was
Oh, 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 wir müssen ein Feuer machen. Hui, ich glaube, es war knapp. I can see again! So. Ich suche... Steine! Na, also, wer sagt's denn? Lol. Blaze. Tada! Wo habe ich meine Spitzhacke hin? Da habe ich meine Spitzhacke hin. So, dann fangen wir mal an, die Steine rauszureißen. Die Spinne legt es regelrecht drauf an, auf die Fresse zu kriegen. Da kommen doch noch mehr. Stopp, ah! Stopp, 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 stopp. Okay, wir haben zwar mal Spinnenmiet gekriegt. Na gut. Oh, oh, wir müssen auffüllen. So, Asche haben wir auch gefunden. Asche. Ja, war ich jetzt zufällig gerade im Let's Play dabei. Habe ich ja mal mitgenommen.